Hallo du Liebe, hallo du Lieber. Hab Mitleid mit dir selbst, der du so lange Sklave warst. Freue dich, dass die, die Gott verbunden hat, zusammengekommen sind und nun nicht mehr getrennt auf die Sünde schauen müssen. Zwei können niemals auf die Sünde schauen, denn sie könnten sie niemals am selben Ort zur selben Zeit erblicken. Die Sünde ist eine strikt individuelle Wahrnehmung, die im anderen gesehen wird, doch glaubt jeder, dass sie in ihm ist. Jeder scheint einen anderen Fehler zu begehen, und zwar einen, den der andere nicht verstehen kann. Ist dir das schon mal aufgefallen? Wenn du deine Sünden mitteilst oder deine Probleme mitteilst, dass der andere das gar nicht sieht. Oder wenn er was so in der Richtung sieht, dann ist es nie genau das, was du siehst. Also wenn wir eins und eins zusammenzählen und sagen, okay, dann möchte ich mal das sehen, was wir zusammen ganz klar sehen können. Dann ist da keine Sünde, sondern dann ist da Heiligkeit, dann ist da Freude, dann ist da Erlösung. Und deswegen ist da dieses etwas holprige, aber doch irgendwie ein Funken Wahrheit enthaltende Sprichwort: geteiltes Leid ist halbes Leid, weil ich, wenn ich mein Leid teile, der andere das gar nicht so richtig versteht. Weil da irgendwie schon ein Funken Wahrheit drin ist und ich von meiner Version meines Problems loslassen kann, denn es lässt sich gar nicht bezeugen. Mein Problem lässt sich nicht bezeugen. Und jetzt machen wir das ganze Ding mal auf. Denn deine Probleme sind gelöst, meine Probleme sind gelöst. Wir schauen nicht mehr auf Sünde, weil sie die Entscheidung war, nicht zusammenzuschauen, sondern zu halluzinieren. Jetzt haben wir aber die Entscheidung getroffen. Wir schauen zusammen. Ich schaue zusammen mit dem Heiligen Geist. Ich schaue nicht mehr ohne die heilige Quelle meines Geistes und schaue auf alles, wovon ich denke, es wäre ein Problem. Und alles, wovon ich denke, es wäre ein Problem, waren nur vergangene Entscheidungen, alleine zu halluzinieren. Aber weißt du was? Du hast gefunden, du hast deinen Bruder gefunden, du hast den Heiligen Geist gefunden. Siehst du? Hier öffnet sich was ganz Neues. Meine Heiligkeit leuchtet heute hell und klar. Heute wache ich mit Freude auf und erwarte, dass nur die glücklichen Dinge Gottes zu mir kommen. Ich bitte nur um sie. Ich bitte nur sie zu kommen und mir ist klar, dass meine Einladung von den Gedanken beantwortet werden wird, denen sie von mir gesandt ward. Und ich werde nur um frohe Dinge bitten in dem Augenblick, in dem ich meine Heiligkeit akzeptiere. Denn was würde Schmerz mir nützen? Welchen Zweck mein Leiden dienen? Und wie könnten Gram und Verlust mir helfen, wenn der Wahnsinn heute von mir scheidet und ich meine Heiligkeit stattdessen akzeptiere? Wir sehen einfach nur unsere eigenen Gedanken, weil wir eingeladen sind, sie loszulassen. Wir sind nicht eingeladen, sie zu glauben oder irgendwas mit ihnen zu machen, sondern wir sind jetzt auf dem Weg, wir sind jetzt auf dem Weg der Gegenwärtigkeit, in dem wir Werte loslassen, in dem wir Ideen loslassen, indem wir Gewichtigkeiten loslassen und sehen, dass das alles ein Traumkonstrukt war. Also hier wirst du einfach nur bewusst darüber, dass du dich tatsächlich so sein lassen kannst, wie du bist, weil alles, was sagt, dass du anders geworden bist oder anders werden müsstest, einfach nur aufgrund von künstlichen Konstrukten zurück geschlussfolgert wurde. Ja, du musst, was musst du denn alles?
Du musst die richtige Lösung für irgendwas finden. Du musst diesen Kurs rauskriegen, wie der funktioniert. Du musst erleuchteter werden. Du musst freundlicher werden. Du musst ein besserer Mensch werden. Du musst gesünder werden. Na, du musst besser mit deinen Finanzen umgehen. Du musst und so weiter und so weiter. Du musst die Küche aufräumen. Immer eine Idee, dass irgendwas anders sein muss. Aber mit dem Licht der Heiligkeit, das wir heute akzeptieren, erkennen wir unseren Berater. Der Berater, der das sagte, dass irgendwas anders sein muss, war immer nur der träumende Geist. Aber jetzt ist hier der Geist der Wahrheit, der Geist des Erwachens. Der Heilige Geist, der Geist von Jesus, der Geist von Maria, der Geist vom Buddha, von Krishna, die Wahrheit selbst spricht und sagt: Guck mal, all das konnte nur in einem eitlen Traum passieren. Ich bin mit dir hier, wenn du mich hören kannst und du kannst mich hören, dann weißt du, dass dein Traum vorbei ist. Es wird keine Lösung für dich geben in Raum und Zeit, weil Raum und Zeit als Ganzes gelöst wurde. Und ja, du findest darin, in diesem sinnlos kleinen Labyrinth, findest du die Lösung, die du für die konkreten Probleme brauchst, ja. Aber meine Lösung ist noch konkreter. Gott liebt dich und du bist Liebe. Du hast dich nicht verändert. Und du leuchtest durch alle Zeit und durch allen Raum, jetzt durch alle Dimensionen, weil es nicht anders geht. Alle Dimensionen sind eine Idee in deinem Geist. Alle Situationen, alle Zeit ist eine Idee in deinem jetzigen Geist. Und du kommst einfach nur zur Einsicht, dass dein kommunikativer Augenblick, deine Kommunion nie verloren ging. Und jetzt stehst du in dem Licht deines Vaters. Du stehst in dem Verlieren der Angst. Du stehst im Vergessen der Sünde und der Irrelevanz von Welt und Körpern. Weil das, was dir jetzt Freude bereitet, das, was dich jetzt glücklich macht, das kommt nicht von einem Körper und das kommt nicht von der Welt. Die Liebe, die du empfindest, die Freude, die in deinem Herzen erwacht, die Gewissheit, dass du sicher bist, kommt nicht aus der Welt, sondern aus deinem Heim. Vater, meine Heiligkeit ist die deine. Ich will in ihr frohlocken und durch die Vergebung der geistigen Gesundheit zurückerstattet werden. Dein Sohn ist immer noch, wie du ihn schufst. Meine Heiligkeit ist ein Teil von mir und auch ein Teil von dir. Und was kann die Heiligkeit selbst ändern? Was kann die Heiligkeit selbst ändern? Gar nichts. Die einzige Änderung, die sie hervorbringt, ist, dass ich mich entscheide, von der Angst in die Gegenwart zu kommen, in die Gegenwart der Liebe. Von einer Verleugnung des Christus in das gegenwärtige Akzeptieren. Ja, das sind wir. Und du kannst ihn überall sehen. Du kannst ihn in jedem sehen. Du kannst die Heiligkeit deines Bruders sehen. Das Bild des Bruders hat dir nichts anzubieten, aber das, was er ist, bietet dir alles an. Danke für dich. Und so lade ich dich herzlich ein zum Wunderfestival. Empfange alles jetzt vom 28.11. bis 1. Dezember. Es ist eine Feier dieser Akzeptanz und des vollkommenen Nachhausekommens. In diesem Moment. Alles Liebe dir. Alle Infos unter wunderfestival.de. Ich danke dir.